Einnahmen aus der Vermietung von Immobilien richtig erfassen. Ja, das ist immer so ein Thema, wo man auch in der Praxis und in der Beratung feststellt, dass es hier durchaus massiven Schaden haben kann, wenn man das nicht sauber dokumentiert oder wenn man die falschen Tools benutzt. Bedeutet auch, wir werden dir in dem Video mal zeigen, wie du hier im Grunde erstmal von den Grundlagentechniken hier sauber mit deiner Vermietungsimmobilie umgehst. Zweitens, wie du so etwas auch sauber dokumentieren kannst und vor allem, wie du dann am Ende das Ganze richtig auch einträgst in die Steuererklärung. Wobei wir dir da auch noch unsere normalen Videos verlinken werden, wo es darum geht, ja, wie geht denn eigentlich die Anlage V? Und damit herzlich willkommen zum neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Zuallererst zu den Grundlagen. Also was du dir durchaus bewusst machen musst, ist, dass an der Stelle jede ganz einfach Mieteinnahme ganz einfach erfasst werden muss. Bedeutet an der Stelle, dass du dir ganz klar sagen musst, dass jede Mieteinnahme erfasst werden muss. In jeder Form, egal ob sie mal so nebenbei einmalig ist, mehrmalig, es muss immer jede Mieteinnahme erfasst werden. Das ist ganz wichtig, denn in Deutschland sind alle Einnahmen abzüglich der Werbungskosten im Bereich der V&V erst einmal steuerpflichtig. Und da ist es auch so, musst du aber aufpassen, hast du eine inländische Vermietung, hast du eine ausländische Vermietung, da kommen wir auch nochmal in anderen Videos dazu. Aber dementsprechend erst einmal hier alle Mieteinnahmen müssen erfasst werden. Und dementsprechend gibt es zwei Tipps, die man auch immer wieder haben muss, und das ist eine ordentliche Buchführung. Und die ordentliche Buchführung, wirst du jetzt sagen, ja, hey Roland, aber wir sind doch hier im Bereich der V&V, warum sollte ich jetzt das Buch führen? Also ganz klare Antwort dazu, weil auch das am Ende ein Unternehmen in einer gewissen Form ist. Du bist zwar gesetzlich nicht dazu verpflichtet, hier eine Buchführung zu machen, ich empfehle es jedoch jedem Mandanten, der professionell und viel Geld mit Immobilien verdienen will, der macht das auch. Also bei unseren Mandanten, die wirklich, sage ich mal, 30, 40, 50, 100 Immobilien haben, die machen alle eine Buchführung, obwohl sie auch im Privatvermögen hier in der Anlage V mit drin sind. Warum machen sie das? Weil sie damit erstens mal genau nachvollziehen können, okay, welche Einnahmen habe ich denn in diesem Monat? Und dann, wenn ich mehrere Mieter habe, dann hackeln die, also entweder digital oder analog, hackeln die jedes Monat die Mieteingänge ab. Weil du am Ende diese saure Dokumentation am Ende sowieso für die Steuererklärung brauchst. Und da kann es auch bei so vielen Mietobjekten doch mal passieren, dass ein Mieter aus Versehen mal hier vergisst, die Miete zu überweisen. Und dementsprechend ist es hier schon mal ganz klar wichtig, dass du das sauber als eine Art Buchführung durchführst. Kommen wir am Ende auch dazu, wie du das machen kannst. Wie gesagt, Mieteinnahmen ist das eine Thema. Dann Kautionen. Also das ist auch so ein Thema, wo man sagt, Kautionen müssen auch gesondert aufgezeichnet werden. Dann zum Beispiel auch hier mit am Ende auch den Belege sammeln und aufbewahren. Also, das ist immer ein Thema, um den es sich ja dreht. Deine Mieteinnahmen sind ja eigentlich fix übers Jahr hinweg. Das heißt, du hast deine Mietverträge, da kommen laufend, was weiß ich, 500, 600, 1000 Euro im Monat hier als Mieteinnahmen plus dann natürlich die Umlagen obendrauf. Und dann heißt es aber auch Ausgabenmanagement. Das habe ich schon so ein bisschen im anderen Video erzählt, dass es hier durchaus ist, alles sauber zu dokumentieren. Also ich hatte zum Beispiel auch bis letztes Jahr für jede meiner Immobilienobjekte ganz einfach einen Ordner. Und da habe ich jedes Jahr das einfach obendrauf geheftet. Egal, was es war es eine kleine Reparatur, war es dies, war es das. Mittlerweile alles komplett papierlos und digital auch umgestellt, nachdem ich endlich die Zeit dazu gefunden habe. Und ich mache auch für das alles eine Buchhaltung. Jetzt würde ich natürlich sagen, okay, was muss ich da eigentlich dokumentieren? Also ganz wichtig immer Reparaturen, Instandhaltungen, Nebenkosten, Zinsen und so weiter und so fort und alles, was dir dort anfällt. Und der wichtigste Punkt ist aber auch hier dann zu sagen, okay, welche zwei Dinge brauche ich? Zum einen natürlich ein gesondertes Bankkonto und zum anderen natürlich auch eine Software, die mir das Ganze erleichtert. Kommen wir, wie gesagt, am Ende genau dazu, was ich dafür nutze und wie du das am einfachsten machen kannst. Du willst noch mehr? Auf steuermitkopf.de findest du unsere brandneuen Online-Kurse, Fachbücher und natürlich auch die Möglichkeit, dir einen 1:1 Online-Beratungstermin mit mir direkt zu buchen. Schau gleich mal vorbei. Es gibt an der Stelle, wie gesagt, hier dann auch den ersten Punkt, und zwar ist es Mietverträge hier sorgfältig gestalten. Es ist, wie gesagt, die Grundlage der finanziellen des finanziellen Erfolgs von Vermietern. Ich habe hier zum Beispiel unterschiedliche Mietverträge mit Privatpersonen, mit Gewerbeeinheiten, die ich habe. Und da ist es schon so, dass man ganz klar sagen kann, Zahlungstermine sollten geklärt sein, Nebenkosten sollten geklärt sein, alles, was hier an Geld dir zufließt. Und dann musst du wirklich, also auch bei meinen Mandanten, die, sage ich mal, 100 Immobilien haben, die brauchen da teilweise wirklich bloß eine halbe Stunde pro Monat und haben wirklich alles abgehakt und haben damit ihren Cashflow gesichert. Sollte
der Mieter nicht kommen, geht sofort eine Mahnung raus. Und das Ganze ist in dem Zusammenhang auch die regelmäßige Kontrolle dieser Einnahmen, weil du auch natürlich schauen musst, Mieterhöhungen, ist die Miete eingegangen und so weiter und so fort. Denn was wir auch schon mal erlebt hatten, das war in einem Fall, dass der Mieter, der Vermieter, eine ältere Vermieterin, die hat nie auf ihr Bankkonto geschaut. Die hat mehrere Immobilien gehabt und der ist nicht aufgefallen, dass sie regelmäßig im Großen und Ganzen Mietausfälle hatte. Und die hat immer jedes Jahr gesagt, hat das Mietkonto auch nicht eingereicht, hat gesagt, alle Mieter haben immer pünktlich gezahlt. Und irgendwann ist es dann so gekommen, dass ich glaube, eine ihrer Enkelkinder hat sich dann mal mit befasst, weil das sollte es am Ende auch, sag ich mal, so ein bisschen übernehmen. Und dann kam es schon so, dass man sagt, okay, der hat sich dann mal die Zahlen angeschaut und gesagt, du Oma, wie ist das eigentlich, muss der bloß alle 2 oder 3 Monate die Miete zahlen? Und dann sind die drauf gekommen, dass der Mieter schon seit Jahren denn hier im Großen und Ganzen die Mieten nicht pünktlich oder auch teilweise komplett falsch gezahlt hat, also manchmal Zahlendreher drin gehabt hat, die natürlich immer so mit reingeflossen sind, oder mal ausfallen hat lassen. Und das hat auch dann dazu geführt, dass die Mieterin, also die Vermieterin an der Stelle, mehr Steuern gezahlt hat, weil sie uns immer gesagt hat, nee, braucht ihr nicht, haben alle Mieter bezahlt, passt sonstiges, sonst irgendwie. Und das sollte man auch bedenken. Und das kann am Ende teuer werden, wenn du das nicht sauber dokumentierst. Vor allem, wenn du dann irgendwann 20, 30 Immobilien hast, da wird es dann auch ein bisschen komplexer. Und da ist das Wichtigste, was ich immer wieder sage, man muss alle digitalen Helferlein nutzen, die es so gibt. Also, was nutze ich? Ich nutze zum Beispiel aktuell mehrere Cloud-Systeme, sowohl OneDrive als auch Google Drive, wo ich zum Beispiel alle Verträge hinterlegt habe. Das ist so ein Thema, wo ich es relativ schnell per Schlagwort in alle Dokumente reinkomme. Gibt natürlich noch professionellere, aber da hast du auch Word oder Google Docs und sonstiges dabei und der Cloud-Speicher ist relativ günstig da, weil, wie gesagt, ich würde immer auf digitale Tools mit Cloud-Anbindungen ansetzen. Dann ganz wichtig, ein eigenes Bankkonto. Solltest du irgendwann mal zum Steuerberater gehen, dann wird er es dir danken, dass du für deine Mieteinkünfte ein gesondertes Bankkonto hast. Und das sagt dir auch jeder, das ist auch genauso im Nebengewerbe das Wichtigste, wenn du ein neues Business, und ganz wichtig, wenn du eine Immobilie hast, dann ist das am Ende auch ein Business. Bedeutet, hier hast du an der Stelle dann Mieteinnahmen und Ausgaben, Darlehen, Finanzierungen fließen alle über dieses eine separate Konto. Du kannst an der Stelle, wir haben unterschiedliche Konstruktionen da, mit Blick auf GBRs zum Beispiel haben wir günstige Konten bei N26 oder Contest und an der Stelle zum Beispiel auch dann hier die klassischen Hausbanken. Ich habe auch Konten bei Sparkasse, mehrere Sparkassen auch hier, unterschiedlichen Gemeinden unterwegs, für unterschiedliche Projekte auch. Dass man sagt, okay, man hat hierfür ein separates Konto. Und jetzt wirst du sagen, ja boah, aber das kostet mich ja wieder 8, 10 Euro im Monat. Wenn du so denkst, dass diese 8 oder 10 Euro die Rendite verhageln, dann würde ich dir auch empfehlen, Finger weg von Immobilien. Denn das Problem ist, Immobilien ist ein langfristiges Investment, was langfristig ausgelegt ist. Und ich sage mal so, das Ziel jedes Immobilieninvestors sollte am Ende sein, so 5 bis 10 Immobilien mindestens zu haben. Denn damit ist auch die Rente relativ sicher. Und zumindest die nicht gesetzliche, denn die gibt es ja eh nicht mehr. Von daher, wie gesagt, digitale Hilfsmittel nutzen, wichtiger Hinweis, denn an der Stelle sparst du dir viel Zeit, viel Aufwand und kannst ganz klar sagen, damit hast du hier wirklich alle Vorteile und kannst wirklich auch sagen, ich habe alles optimal steuerlich vorbereitet. Wenn du irgendwann auch mal eine gewerbliche Vermietung hast, zum Beispiel mit LexOffice oder sowas, oder ich nutze, wie gesagt, auch LexOffice für meine privaten Immobilien, wo ich dann sage, okay, da läuft dann alles durch und da wird sowieso monatlich dann eine Rechnung erstellt, also fiktive Rechnung ohne Umsatzsteuer, damit ich auch hier eine OPOS drin habe. Denn, wie gesagt, es gibt ja bei LexOffice auch das OPOS-Matching, dass du siehst, okay, diese Posten sind offen, diese sind fertig und damit hast du in dem Zusammenhang alles super und einfach dokumentiert und keine Probleme mehr.